Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ihr wisst ja, dass ich dieses Jahr zwei Schwerpunktthemen habe. Das eine Thema ist das Thema, wie verlassen wir Google und Apple, wie verlassen wir die digitalen Ökosysteme. Und das zweite Thema ist, da ich mich auch viel mit Geld beschäftige, ist das Thema Bitcoin. Und dort fragen mich sehr viele, kannst du uns mal einen Überblick geben? Ich habe mich jetzt ja 2 Jahre damit beschäftigt oder eineinhalb, hatte vor langer, langer Uhrzeit mich schon mal mit Bitcoin beschäftigt, dann ist aus dem Auge verloren und festgestellt, dass es eben ein tolles System ist. Wir haben ja die Zentralbanken, die uns gerne die digitalen CDBCs aufs Auge drücken möchten, wo dann wahrscheinlich auch bestimmt wird, was wir kaufen dürfen und wann wir es kaufen dürfen. Und Bitcoin ist eben ein dezentraler Ansatz dazu, aber das zeige ich euch alles. Ich zeige erstmal so ein bisschen, was war meine Lektüre. Also wer es ein bisschen kürzer möchte, der kann sich hier 21 Lektionen meiner Reise in den Bitcoin-Kaninchenbau, sag's auch mal von der Rückseite, durchlesen. Und die, die mehr Informationen vertragen und da auch Lust dazu haben, es gibt ein Buch, das heißt Der Bitcoin-Standard, wo es eben sehr viel auch um Geldtheorien geht. Und wie eben Währungssysteme bzw. wie unser Geld funktioniert. Und ja, ich würde heute mal ein bisschen zeichnen. Also ich würde mal anfangen damit lernen oder einen Rückschritt zu machen, wie funktioniert denn unser derzeitiges Geld. Und da ist es ja so, dass wir eigentlich mal einen Goldstandard hatten. Gold. Und dann hatten wir obendrauf die Währung, also Euro, Dollar etc. Und was ja passiert ist, im Jahr 1971 ist der Goldstandard aufgehoben worden. Das heißt, das Verhältnis zwischen Gold und Währung ist aufgehoben worden. Und was wir eben jetzt gerade sehen oder in den letzten 2 Jahren gesehen haben, ist, dass die Geldmenge natürlich immer weiter erhöht wurden. Ich ziehe es hier mal vielleicht noch ein bisschen rüber, dass man es einfach besser sieht. Also hier sehen wir, was 2020 passiert ist. Nämlich 2020, oder wir nehmen erstmal den ersten 2008. Hier sehen wir so einen kleinen Anstieg, da war ja die Bankenkrise. Und jetzt sehen wir eben hier nochmal einen Riesenanstieg. Das heißt, jeder dritte Euro wurde in den letzten 2 Jahren erzeugt. Und das ist natürlich auch das, was wir sehen, wenn wir jetzt auf die Inflationsraten schauen. Dort ist nämlich die Kerninflation inzwischen bei 9,7%, glaube ich, oder 9,3%. Natürlich ist die Inflation, die ihr erlebt, im täglichen Bereich viel, viel höher. So, und um das jetzt mal dann wieder auf Bitcoin zu münzen, gehe ich einfach mal, upsa, na, weiter runter, hätte ich gesagt, so, auf eine neue Seite. Und beim Bitcoin ist es eigentlich das Gleiche, weil ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, wie können wir Bitcoin als Zahlungssystem verwenden. Es gibt ja viele, die sich jetzt auch damit beschäftigen, wie können wir denn unsere Leistungen tauschen oder vergüten, wie können wir uns in unseren Systemen, die wir gerade aufbauen, eben unabhängig machen, und machen wir das mit einer Tauschwährung, mit Tauschgutscheinen, oder ich will euch eben halt heute mal zeigen, wie könnte man Bitcoin dafür verwenden. Also dort ist es beim Bitcoin eben genauso. Es gibt den Bitcoin, der dann analog eben das digitale Gold wäre. Und es gibt obendrauf auch einen Bezahllayer, der nennt sich Bitcoin Lightning. So, und bei dem, hier ist es aber nicht so, dass das nicht gekoppelt ist, sondern hier gibt es eine Verbindung, also zwischen diesem und diesem hier ist es nicht losgelöst, und es können jetzt beliebig viele Bitcoin Lightnings erzeugt werden,
sondern ich habe hier einen Bitcoin und hier habe ich Satoshis. Und Satoshi verhält sich zum Bitcoin wie Euro und Cent ungefähr. Nämlich ein Bitcoin ist gleich 100 Millionen, Entschuldigung, zurück. 100 Millionen Satoshis. Satoshis, ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das verwenden? Und das würde ich euch gerne in diesem Video erklären und dann auch eben auch direkt zeigen. Es ist also so, dass der Bitcoin selbst, und da gehe ich jetzt einfach auf ein paar Nachteile im Zahlungsverkehr ein. Also ich habe hier bei dem Bitcoin sind die Transaktionen langsam. Die Transaktion ist relativ teuer. Und es ist nicht anonym. Und diese Probleme löst jetzt eben das Bitcoin Lightning Netzwerk, weil hier habe ich das Thema, die Transaktion ist schnell. Ich nehme mich gerade mal hier raus aus dem Bild. Sie ist günstig und sie ist anonym, weitgehend. Das zeige ich euch dann mal. Das heißt, man sieht auch, dieses Bitcoin Lightning Netzwerk löst eben die Probleme im täglichen Zahlungsverkehr. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe zu meiner Bitcoin-Verwaltung, da komme ich auch nachher noch ein bisschen dazu, habe ich die Möglichkeit, die eben, jetzt muss ich die Kamera wieder anmachen, die eben auf einer Bitbox zu speichern. Ich sage das mal andersrum, so rum. Das ist sowas wie ein USB-Dongle, da sind dann die Bitcoins drauf. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, na, fokussiert zum Beispiel, das ist ein bisschen günstiger, ein Ledger Nano. Da gibt es dann auch ganz viele Anleitungen im Internet schon, wie man die verwendet. Also das heißt, ich würde jetzt, um die Grafik zu vervollständigen, ich würde die Bitcoins speichern auf einer Bitbox oder auf einem Ledger. Und meine Bitcoin Lightning Anwendung, zeige ich euch dann noch, die hätte ich auf dem Handy, damit ich damit jederzeit bezahlen kann. Jetzt auch nochmal, um den Vergleich zu machen mit dem Gold. Also ich könnte ja auch schlecht in einen Laden gehen und könnte dort mit einem Stück Gold bezahlen. Das wäre ziemlich umständlich. Und genauso wenig würde ich natürlich jetzt in einen Laden gehen, würde dort eben meine Bitbox einstöpseln am Handy oder am Rechner und würde dann bezahlen. Und deshalb macht man das natürlich anders und das zeige ich euch heute, wie es geht. Ich möchte auch noch zwei Sachen erwähnen, die aber nicht falsch verstehen. Also die Bitcoin hier, wie wir den aufbewahren, ist sehr sicher. Das heißt, das wäre so ein Gerät hier, um es nochmal zu zeigen. Und die Bitcoin Lightning ist natürlich, so wie ich es euch heute zeige, weniger sicher. Das vergleiche ich aber ganz normal mit meinem Portemonnaie, weil mein Portemonnaie kann mir auch abhanden kommen. Ich nehme mal die Kamera raus. Von daher würde ich ja einen Weg oder in meinem Portemonnaie nie mein ganzes Geld aufbewahren, weil es kann eben mal abhanden kommen. Und jetzt zeige ich euch nochmal im Überblick, wie sind denn diese Tools oder wie ist der Flow, wenn ich mit Bitcoin arbeite. Also ich würde dann neues Blatt drauf. Ich würde meine Bitcoins kaufen.
Dazu nutze ich eine Börse, wie zum Beispiel Nuri, Kraken, Crypto.com. Da gibt es auch ganz tolle Anleitungen und wir haben ja jetzt auf unserer Webseite Querdenken711 ein Bitcoin-Spezial gemacht. Das heißt, dort findet ihr die ganzen Links. Da gibt es auch ganz viele Anleitungen dazu, wie man das tut. Dann würde ich als nächstes, ne, meine Bitcoins aufbewahren. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass wir, dass ihr die nicht auf den Börsen liegen lasst, weil dort erstens gibt ihr der Börse ein kostenloses Darlehen, so wie es auch gegenüber der Bank macht, wenn ihr die Bitcoins, euer Euro-Geld auf dem Konto liegen lasst. Und das Zweite ist, es kann natürlich gesperrt werden. Wir haben ja jetzt gehört, dass zum Beispiel die Teilnehmer an den Protesten in Kanada, dass sie teilweise ihre Konten gesperrt haben, würde natürlich in Deutschland nie passieren. So, und dann überweise ich das, was ich brauche, zum täglichen Bezahlen auf meine Bitcoin Lightning Wallet. Und da wäre das Thema, oder das, was ich euch heute vorstelle. Die App heißt Blue Wallet. Den Bitcoin aufbewahren tun wir in, das mache ich jetzt auch mal grün drum, dass man sieht, wie es ist. Bitcoin aufbewahren machen wir auf der Bitbox oder auf dem Ledger, heißt das. Ledger Nano X. Und so würde das funktionieren. Das heißt, meine Bitcoins liegen auf einer sicheren Aufbewahrungsmöglichkeit, zum Beispiel im Tresor, wie ihr es mit dem Gold auch machen würdet. Wenn man Geld braucht, dann überweist man von eben der Bitbox auf die Lightning Wallet Geld und damit kann man dann eben bezahlen oder untereinander Leistungen austauschen. Das ist dann der Praxisteil, der gerade gleich folgt. Ich würde jetzt nur dieses Thema eben mit der Blue Wallet zeigen, weil zu dem anderen gibt es ganz tolle Videos, schon vom Blocktrainer zum Beispiel. Es gibt auch einen ganz tollen Bitcoin Space im Internet, wo sich eben Menschen untereinander vernetzen, die sich mit Bitcoin beschäftigen und die nennen sich 21. Space ist die Webseite. Auch dort ist es so, gibt dezentrale Gruppen. 21 heißt deshalb, weil Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen Bitcoin. Inzwischen sind schon 19 Millionen von Bitcoins im Umlauf. Und für die letzten 2 Millionen, die werden in den nächsten 100 Jahren ungefähr entstehen. Und ich möchte das Bild hier vorne noch vervollständigen, wenn wir einfach sagen, wir haben hier diese zwei Tools, die für euch jetzt als Privatpersonen wichtig sind, möchte ich aber jetzt trotzdem noch gerne der Vollständigkeit halber zeigen, auch was es gibt. Es gibt nämlich noch eine sogenannte Bitcoin Full Node. Das ist einfach ein kleines Gerät, das speichert alle Transaktionen im Internet und bietet euch ganz viele Funktionen. Und wozu brauche ich das? So ein Bitcoin Full Node. Also entweder als Privatperson natürlich, wenn ich mich sehr stark mit Bitcoin beschäftige und zum Beispiel meine lokale Wallet auch noch viel sicherer machen möchte. Ich male es jetzt mal hier an der Seite hin. Wann brauche ich es tatsächlich? Also natürlich, wenn ich Geschäfte machen möchte oder Arbeitskapital brauche. Das heißt, was ist mit meinem Stift los? Den hier brauche ich. Das ist der sogenannte Raspi Blitz. Das ist eine Bitcoin
Bitcoin Full Node und den brauche ich, das ist meine eigene Bank. Wann brauche ich den? Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin und ich möchte Transaktionen durchführen, dann würde ich ja einen Teil, also sagen wir mal, ich hätte jetzt hier in meiner Bitbox 100.000. Ich brauche pro Monat eben 10.000 Working Capital, also Geld zum Arbeiten. Dann würde ich das eben auf einen solchen Raspi-Blitz-Computer speichern, um dort, der ist eben immer online. Das heißt, ich muss nicht jetzt ein Gerät wie die Bitbox in den Rechner stellen, muss an meinen Tresor gehen, muss das rausholen, sondern dann würde ich dieses Working Capital eben auf dem Raspi Blitz speichern. Und natürlich hat der Raspi Blitz auch den Vorteil, der kann nämlich beides. Der kann natürlich als Bank Bitcoin-Überweisungen und der kann als Bank auch Lightning-Überweisungen. So, jetzt war das natürlich viel Info für alle, die ganz neu sind. Das heißt, keine Sorge, auf unserer Webseite querdenken711, also querdenken-711.de, gibt es alle Infos. Und jetzt würde ich eben nahtlos dazu übergehen, euch einfach zu zeigen, wie ihr denn Bitcoin im Zahlungsverkehr nutzen könnt. Ich habe dazu vorbereitet, einfach, dass man mal sieht, zwei von unseren Freiheitshandys mit unterschiedlichem Hintergrund. Und ich würde das Video auch separat schneiden, damit das Video jetzt nicht zu lang wird. Wünsche euch viel Spaß. Und wie gesagt, wer sich dafür interessiert und in Menschen kennenlernen möchte, die eben auch sich mit Bitcoin beschäftigen, der kann sich auf der Webseite 21.space informieren, welche Treffen es gibt. Ich weiß, dass es auch in Stuttgart zum Beispiel eine Gruppe gibt, habe es leider noch nicht geschafft, dort mal vorbeizugucken und würde aber gerade mal noch die Webseite aufmachen. Auf die richtige sagen, genau dort oh, umschalten, denn da 21 und mehr und dort gibt es im Bereich Community dann die Meetups, dort sieht man schon eine Karte, wo es welche gibt. Wenn es noch keines gibt, könnt ihr natürlich auch euch wahrscheinlich anbieten, eins zu machen. Es gibt hier dann auch verschiedene Events. Man sieht zum Beispiel am Ende Mai ist Bitcoin im Ländle. Im August ist wieder eine Bitcoin-Zitadelle. Dort könnt ihr euch informieren und eben auch Gleichgesinnte. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Austauschen, beim Lernen mit Bitcoin. Für die, die ganz skeptisch sind, man kann es ja mal ausprobieren. Einfach mal 50 Euro investieren. Wenn die 50 Euro dann weg sind, dann ist es halt so. Für mich selbst muss ich sagen, ist es jetzt gar nicht so wichtig, weil viele ja immer noch Bitcoin als Anlagewerkzeug sehen. Für mich ist es viel, viel wichtiger zu sagen, wir haben etwas, das eben dieses Währungsproblem löst, dieses Inflationsproblem, was wir gerade haben, aber auch eben das, was eben gerade massiv passiert, zumindest bei denen, die Corona-Maßnahmen kritisch sind, werden ja viele Konten gekündigt. Und deshalb ist Bitcoin ein super dezentraler Ansatz, um sich dort auch unabhängig zu machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Video. Tschüss!